Heute geht es um die laissez-faire Erziehung. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht's weiter. Ich glaube, es müsste jetzt der vierte oder dritte Teil, was Erziehung angeht. Und da sind wir jetzt bei der Lace. Moment, ich zeige es mal ganz kurz, damit man, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Laissez-faire Erziehung oder laissez-faire Erziehungsstil. Könnt ihr das sehen? Also ich fokussiert ihr das? Ja. Darum geht es heute und das ist wirklich eine sehr besondere Art von Erziehung. Diese Erziehung ist eigentlich, kann man fast sagen, so ein bisschen wie die anti-autoritäre Erziehung, nur extremer. Die anti-autoritäre Erziehung ist ja, dass die Kinder relativ wenig Regeln haben und bei dieser Erziehungsmethode hier ist es so, dass die Kinder eigentlich gar keine Regeln haben, so gut wie gar keine Regeln haben, noch weniger Regeln haben. Sie haben keinen Rahmen irgendwie, in dem sie sich bewegen können. Es gibt für die Kinder keine Sicherheit und das ist schon wirklich eine extreme Form der anti-autoritären Erziehung. Der Erzieher beteiligt sich auch nicht irgendwie an Gesprächen oder so oder auch wenn das Kind Hilfe braucht, dann gibt der Erzieher natürlich auch Vorschläge, aber nur dann, wenn das Kind auch selbst die Hilfe einfordert. Also wenn das Kind jetzt irgendwo Probleme hat und das Kind überlegt, wie kriege ich das hin, das Elternteil sieht es, das Elternteil geht nicht hin und sagt, hier pass auf, ich kann dir ja helfen. Nein, erst dann, wenn wirklich, und das Kind die Hilfe auch einfordert vom Elternteil. Der Erzieher ist hier freundlich, aber neutral, aber man kann auch beobachten, dass vielleicht viel Desinteresse besteht bei dem, was das Kind vielleicht macht oder was das Kind vielleicht einem sagt, dass man gar keine Lust darauf hat. Und ja, aber auch hier ist es so, dass es auch unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Es kann hier natürlich auch sein, dass der Erzieher dem Kind über vielleicht auch gar nicht so freundlich ist, wie es eigentlich so der Standard bei dieser Erziehung ist. Da sich bei dieser Erziehung gar keine emotionale Beziehung aufbauen kann, wird dieses Kind auch im Jugendlichen- und Erwachsenenalter ziemliche Probleme haben, Freundschaften oder soziale Kontakte aufzubauen zu Gleichaltrigen, weil das Kind selbst ja gar keine emotionale Beziehung genossen hat in der Kindheit, ja relativ wenig Liebe vielleicht auch bekommen hat. Natürlich wirkt sich das dort auch aus, wie das Elternteil aufs Kind wirkt, also wie sich das Elternteil dem Kind übergibt. Und wenn dem Kind, wenn das Elternteil natürlich sehr desinteressiert ist am Kind und was es macht und sich wenig damit beschäftigt mit dem Kind und auch mal jetzt beispielsweise, wenn das Kind aus der Schule kommt, gar nicht fragt, wie war es in der Schule, das ist natürlich sehr schwierig fürs Kind und das zieht sich dann tatsächlich auch bis zum jugendlichen Alter und auch ins Erwachsenenalter noch mit hinein. Und es kann auf jeden Fall schädlich fürs Kind sein, für die weiteren Lebensjahre. Auch natürlich kann es schwierig in der Schule später werden oder auch im Arbeitsleben, da die Kinder oder die Menschen, die so erzogen wurden, im Kindesalter ja gar keine Grenzen kennengelernt haben. Und ja, auch Gleichgültigkeit der Eltern. Und dann ist denen das eigentlich theoretisch im Schulleben oder auch im Arbeitsleben auch gleichgültig. Und dann interessiert denen das auch nicht, weil sie es ja gar nicht anders kennen. Darum sollte man da auf jeden Fall überlegen, ob man diese Erziehung angeht. Warum auch immer man diese Erziehung angehen sollte, ist mir ein Rätsel. Und ich hoffe nicht, dass es so viele gibt. Tatsächlich gibt es Familien in Deutschland, die diese Erziehung machen. Das habe ich nachgelesen gehabt und ich war sehr erschrocken gewesen. Man findet im Internet, wenn man das eingibt, zum Beispiel auch, ja, Erfahrungen von Erwachsenen, die früher so erzogen wurden. Ich denke mal, der Erziehungsstil ist ein bisschen veraltet. Der wurde vielleicht früher mehr so angewandt als jetzt. Aber es ist völlig egal, wann, ob früher oder jetzt. Es ist einfach nur schade. Und ja, ich hoffe, wenn das hier jemand sieht, der sein Kind so erzieht, dass man da vielleicht mal drüber nachdenkt und sich vielleicht die anderen Videos von mir anschaut, wo ich über Erziehung spreche. Da gibt es so schöne Erziehungsrichtungen. Und diese Erziehungsrichtung, ich finde es schade, dass es die überhaupt gibt, dass es dafür überhaupt einen Namen gibt. Auch ganz häufig beobachtet wurde, dass Kinder, die so erzogen wurden, im jugendlichen Alter Alkoholmissbrauch haben und Drogenmissbrauch, viel damit zu tun haben, auch Kriminalität, Diebstahl.
Ja, weil die haben kein richtiges Elternhaus quasi. Die kriegen von zu Hause nichts. Die kriegen nichts mit, kriegen keine Liebe von zu Hause, keine Zuneigung. Diese Kinder haben denn einen hohen Alkoholkonsum im jugendlichen Alter vielleicht oder auch Drogen und werden kriminell, Diebstahl, Einbruch, vielleicht sogar auch Körperverletzung, um das, was sie in ihrer Kindheit erlebt haben, vielleicht irgendwie rauszulassen. Das ist aber der falsche Weg. Ich blende hier auf jeden Fall mal an der Seite einmal eine Telefonnummer ein für Missbrauch an Kinder auch. Auch für eine Telefonnummer für Drogensucht und Alkoholsucht. Dort kann man sich kostenlos wenden und Hilfe anfordern. Erstmal mit denen sprechen. Und wenn hier jemand bei ist, der das sieht und der dieses Problem hat, auf jeden Fall nimmt das mal wahr. Ruft da einfach mal an, ist ja anonym. Und ja, spricht einfach mal darüber. Das war es zu diesem Erziehungsstil. Eigentlich will ich da auch gar nicht mehr so viel zu sagen, weil es einfach nur schrecklich ist, dass man ein Kind so erziehen kann. Dann brauche ich kein Kind auf die Welt bringen. Warum? Fürs Kindergeld? Das ist, ja. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr von dieser Richtung haltet. Ich kann mir schon vorstellen, was davon gehalten wird. Aber würde mich denn doch mal interessieren. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr auch gegen diese Erziehungsrichtung seid, lasst einen Daumen nach unten da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, schreibt in die Kommentare rein, warum nicht. Und lasst auch gerne ein Abo da, macht die Glocke vielleicht an. Und wenn ihr sagt, naja, ich mache nur die Erziehungsdinger, will ich sehen. Wenn die vorbei sind, sage ich Bescheid und dann könnt ihr auch das Abo wieder wegmachen. Also es wird hier keiner gezwungen zu abonnieren. Stille Abonnenten bringen mir denn letztendlich auch nichts, die Videos dann eh nicht schauen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.